Die Schumann-Toccata ist das schwierigste Stück, was ich gespielt habe. Ja, zumindest kann ich es vergleichen mit großen, virtuosen Stücken und Herausforderungen für jeden Pianisten wie die Islamei, die orientalische Fantasie von Balakirev oder die Toccata von Prokofiev. Ich glaube, Schumann ist nicht der Anfang Romantik, sondern der Höhepunkt. Er schreibt in einem der Briefe an Clara, sie hatte ihm gesagt, er würde ihr vorkommen wie ein Kind. Daraufhin hat er sich hingesetzt und diese Musik komponiert, aber eben nicht für Kinder. Und das Schwierige an diesem Werk ist, dieses Naive herauszuhören und diese Werke nicht zu virtuos zu spielen. Und es ist eher ein Rückblick an die Kindheit. Ich glaube, jeder Künstler ist irgendwo ein Kind und es ist auch richtig und gut so, das soll auch so sein. Ich glaube, da ist eine gewisse Zeit in seinem Leben gewesen, in der er sehr viel an dieses Ätherische oder Märchenhafte gedacht haben muss. Dass er sich nach irgendwas gesehnt hat, was sehr weit entfernt war und nur in seiner Vorstellung existiert hat. Ich habe immer das Gefühl, dass die Bechstein-Flügel eine ganz besondere Persönlichkeit haben. Wir kommunizieren mit einem Flügel wie mit Menschen und die Verbindung, die Beziehung muss da sein. Wenn sie nicht stimmt, wenn die Chemie nicht stimmt, dann ist es eine Quälerei aufzunehmen oder in einem Konzert mit einem Flügel zu kämpfen. Die Bechstein-Flügel haben einen ganz besonderen, warmen Belcanto-Klang. Das ist mir persönlich sehr wichtig, ich glaube auch anderen Pianisten. Rivas Larisa hat dieses Stück in den 60ern komponiert. In dieser Zeit hatte ähnliche Stücke Aram Khachaturian komponiert, der ja auch aus Tiflis stammte. Rivas Larisa hatte sehr viel gebaut auf volkstümliche Lieder und die eingebaut in seine Musik, in seine Kompositionen. Er hat Opern geschrieben, aber auch viele Lieder, die Hymne für Tiflis. Das war auch sein erster Versuch in Richtung unspielbare Virtuosität oder eine große Herausforderung für einen Pianisten. Das kann man mit der Toccata von Schumann, vielleicht diese Verbindung kann man nachvollziehen.